Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Blasphemous 3D Switch. Wir haben jetzt diese Brücke passiert und er hat uns nochmal ein bisschen eingeleitet hier, was jetzt weiterkommt. Und jetzt versuchen wir da irgendwie mal das Ganze hier zu durchforsten. Die Karte ist noch nicht so groß mehr hier, logischerweise. So. Ja. Auf diesem geheiligten Boden werde ich sicher sein. Sie werden weder meine Schritte noch meine Furcht wahrnehmen. Das Mirakel wollte, dass die Orgaranchen von diesen Bäumen kein Geräusch verursachen, wenn sie herabfallen und der Wind zwischen den Säulen das einzige Geräusch ist. Nun höre ich nur die schrecklichen Schreie jener, die vom Mirakel bestraft werden. Ich werde geduldig warten. Okay. Huch. Na gut, oder? Oh. Naja. Das war schlecht. Das war ja schlecht. Naja, wir fangen ja direkt hier vorne wieder an. Halb so wild. Muss gleich wiederholen. Ja. Oh, was ist hier denn los? Okay. Das sind neue Gegner. Guck mal, was der kann. Okay, so viel kann er gar nicht. Na gut. Trotzdem hat er uns Leben weggenommen, die Sau. Hier unten noch irgendwas? Erstmal hier unten weiter. Na, oh, das ist, wir durchforsten, glaube ich, erstmal hier alles, bevor wir durch diese Tür gehen. Oben konnten wir auch noch hochgehen. Wir sind nach oben. Da ist auch noch so ein Typ. Vielleicht können wir den ja nochmal. Ah. So. Oh, schade, ich dachte, ich könnte ihn treffen. Oh! Okay. Ein bisschen schneller sein bei dem. Alter! Hab ich auch Glück gehabt, dass ich da gelandet bin. Na gut, da können wir nicht weiter. Gehen wir hier weiter. Gucken. Oh! Oh! Wie dumm war sie denn? Na gut. Hier geht das so runter. Müssen wir hier hochgehen. Ah, kann ich nicht durchrutschen? Nein! Oh. Eieiei, da müssen wir schon Leben nehmen hier. Hat uns aber gerade weggenatzt, die Gute. Also wollte ich verarschen? Fällt hier nur noch. Man sieht das, hier sieht man leider nicht beim Boden, dass der bröckelig ist. Das ist ein bisschen nervig. Ist ein bisschen nervig, dass man es nicht sehen kann. Weil dann muss man hier ja wirklich. Es ist ja nur Glückssache. Weil hier oben war doch so ein Ding, ne? Na genau. Wadenbein von Rips, dem Wanderer. Ich dachte, ich könnte nach oben hauen. Das kann man schon auch, ne? Holen wir gleich mal aus. Ein bisschen Leben noch nehmen hier. Der Boden bricht runter. Ey, schade. Das sah so aus, fand ich, oder? Da kann ich runter, okay. 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 Guck mal, da rankommen an den Ding. Kann ich von hier springen? Nicht ran. Oh. Ne, da kommen wir nicht ran. Okay, müssen wir hier durch. Schade, schade. Nein. Okay. Da ran? Gezielten Sprung? Ne. Scheiße. Nur noch höher kommen irgendwie. Ja, die sind schon ein bisschen gefährlich, die Tanten da.
Alter. Was? Olivensamen. Na. Eine Handvoll sorgsam gehüteter Samen, die Steine der Oliven wurden zu einer öligen Salve, die im Beutel keines Heilers fehlen darf. Kommen wir nicht rüber? So, hier weiter. Komme ich nicht rein, da kann man wahrscheinlich rausrutschen. Aber reinrutschen kann ich da leider nicht. Na klar. Das ist ein bisschen nervig, oder? Warte mal. Wie geht nochmal der Blöde? Kann man ja nicht machen. Okay, kann man von hier ranspringen, oder? Nee. Mist, warte, ich muss kurz überlegen, wie ging ja nochmal dieser Schuss? Nee? Nein! Das war mein Dings wegnehmen. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie konnte man auch schießen, ne? So ein rotes Ding abfeuern. Kann ich hin. Vielleicht kann ich so gleich mal treffen, wenn er hochkommt. So mal. Ja, geht auch so. Gut. Ah, schön. Wer war das denn gerade? Oh. Oh, shit. Der war ja fies. Na gut, holen wir nochmal. Ein längerer Weg jetzt wieder dahin, aber was soll's. Wir haben ja eigentlich das Wichtigste eingesammelt. Das geht ja nicht, scheiße. So weit war es auch gar nicht, ne? Vielleicht gleich die Flasche kaputt machen schon bei denen über, wenn sie neben mir stehen. Muss ich dann mal testen. Ja, das geht auch, okay. Scheiße, muss man mal Leben nehmen wieder. Alter, nerv mich doch nicht. Oh, wir killen die jetzt nicht, weil wir einfach erstmal weiter wollen. Kann ich nur gerne zu dieser Stelle mit diesem blöden Hund da nochmal hin. Das gibt's doch gar nicht, ey, wie viel Leben ich bei den beiden fehle. Muss ich mal gucken, ob ich einen anderen Trick finde, wie ich die am besten platt machen kann. Ah, okay. Wo vielleicht? So. Nur gucken wir mal, überlegen, wie wir den platt kriegen. Müssen wir mal Leben nehmen, nochmal. Blocken kann, das Feuerball kann ich bestimmt nicht blocken, ne? Oder? Nee. Feuerball kann ich nicht blocken. Ah, der kommt hinterher, das Scheißding, okay.
Ja, okay. Oh, sie hüpft das Ding. Normaler Gegner und ich weiß nicht, wie ich den killen soll. Schon ärgerlich. Da muss man so weit laufen wieder. Oh, das ist immer so nervig, ne? Überlegen, wie wir die Hexen am besten killen können. Anscheinend nicht, müssen wir anders überlegen, mal gucken. Okay. Doch gar nicht, ey. Nervige Bastarde. So. Ist doch gar nicht, ey. Noch einer. Ja. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wie schlecht ist das denn bitte sehr? Irgendwie mal einen Trick rausfinden, wie ich die am besten killen kann. Aber so kill ich sie irgendwie geht mir anscheinend gar nicht. Mann. Wieso kann man denn dieses Scheiß nicht blocken, oder? Muss ich irgendwie anders blocken, glaube ich. Weiß man nicht wie. Dumm, ey. Wie dumm. Die Blockbase immer noch nicht. Muss ich überlegen. Na, die kennen wir. Oh. Oben das Ding auch erwischt damit. Wie cool ist das denn? Will ich hochklettern? Nee. Hätte sein können. Hier nirgendwo hoch? Kann ich gar nicht glauben, anscheinend. Warte. Knoten der drei Wörter. Ah, wir haben nicht so viel Leben. Ach, guck mal hier. Danke. Ja. The knot of the three words. Here.
is where the first miracle took place. One devout and tormented youngster asked the High Will for punishment. Mm-hmm. He placed a wooden log where he sat and prayed. He prayed hoping to be heard. He prayed for pain, so he could ease the guilt that sharply pierced his soul. Then, the miracle manifested itself. It made roots grow and twist over his arms and legs, but not a cry nor a complaint came out from his mouth. Every inhabitant of this land bore witness to it, and all of them prayed before the besotted eternal joy of that youngster. This triune tree that sprouted years after his death was named the Knot of the Three Words. For three are its twisted trunks, and three were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Every year from its core flows a golden, burning liquid, perpetuating his memory, and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us. For twisted are, were, and will be the paths of the miracle. Okay. Sagt er noch was zu uns? The Knot of the Three. He placed a wooden log. He prayed. It made every this gleich, every year for twisted. Ah, so geht das nochmal. Weiß ich, wie der Schuss geht. Habe ich irgendwie verlernt gerade eben. So, geh erstmal weiter. Ach, da kann man, okay. Macht ja auch Sinn, dass man da nicht vorbeihüpfen kann. Kann man nicht längs so? Oh nein. Na, okay. Ach, fick dich doch, du. Mann. So. Okay. Tickchen kniffliger wird das. Oh, er wieder. Jetzt mal unten längs. Hier gibt's ja hier was. Na, hier gibt's nichts. Warte. Hätte er sein können. Oh, okay. War auch ein bisschen übertrieben, da hätte ich auch ein bisschen blocken können. Aber der kommt ganz gut, das wir gucken, wie wir den blocken gleich. Noten der drei Wörter. So müssen wir es uns nochmal anhören. War eigentlich gespeichert, oder?
Muss trotzdem schnell. Gut. So. Alter! So, einen muss ich weg haben. Oh nein, was mach ich denn? War nicht meine Absicht, aber egal. So, einmal aufpassen hier. Ups. Was machst du denn da? Scheiße. Joch. So. Ach, der trifft mich auch hier hinten, der Spacko. Okay. Das war ganz schön risky gerade. Ich hab nur einen so. Was ist das? Geweihter Amethyst. Okay. Erstmal hoch. Haha, viele Gegner, wir müssen aufpassen. Was ist er denn hier? Kann ich nichts machen? Ne, anscheinend nicht. Warte. Oh, er hat mich gleich rausgeballert. Mann! Ich muss hier mal wieder versuchen, hier rauszukommen. Oh, warte mal. Okay, das ist ein bisschen doof jetzt gerade, aber. Der eine erstmal gekillt haben, ja. Oh. Na, das war natürlich dumm.
Na, komm her. Puh. Ah. Fackel ist schon wieder hier. Was ist er denn? Wie viele Gebete fordert das große Weihrauchfass? Wann wird er müde? Wann hört es auf? So, wann werden wir wieder stehen können? Senkt euer Haupt, schließt eure Augen und erhebt euch nicht. Okay. Laufen hier. Alter, ätzend. Warte mal, wir müssen warten, bis er zurückkommt. Ich glaube, der kommt von der einen Seite schneller. Oh! Oh! Verdammte Axt! Na gut. Ja. Das ist natürlich blöd. Gut, das war schon ganz ein Stückchen, ne? Gut. Wir müssen schon aufpassen, hier ist so ein bisschen unbehelligt, der hier durchkommt. Hey! Das tat gut weh. So, ist er schon mal weg? Nein. Oh Mann. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, klar treffe ich den. Dann wird er mal Leben nehmen, extra. Nicht ganz unbehelligt da oben ankommen. Hier, da oben längs. Aha. Mm-hmm.
Oh. Oh nein. Oh nein. Nein! Shit. Mal gucken, was schneller war. Ich will gerne wissen, was da oben ist. Das interessiert mich jetzt total. Müssen wir einmal dahin rennen? Okay. Oh. Ah, guck, ich konnte das sogar. Geil. So. Da ist auch eine Glocke wieder. Okay. Schwingt ihn längs. Mal kurz mal gucken, wie der da. Oh nein! Oh shit. Boah, das probieren wir aber beim nächsten Mal nochmal, weil für heute reicht es erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.